Gut, hier nun das etwas längere Erklärungsvideo dazu, wie man solche nicht rechtwinkligen Dreiecke mit Sinus und Cosinus berechnen kann. Ich habe hier ein Beispieldreieck von der Art WSW genommen. WSW steht für Winkel, Seite, Winkel, also Winkel, eingeschlossene Seite und Winkel. Das könnte auch, wenn ich jetzt hier Winkel Alpha betrachte, zum Beispiel, Alpha kann ich mir ja schnell berechnen über die Innenwinkelsumme, 180 Grad minus Beta minus Gamma, dann könnte ich auch hier betrachten Winkel, Seite, Winkel. Das wäre genauso hier oben auch möglich. Ich habe halt jetzt diese drei Werte, die hier rot angegeben sind, vorgegeben und das gilt nach diesem Schema. Und was ich gern hätte von euch, wäre die Seitenlänge B. Gut, ich kann weder Pythagoras noch Sinus oder Cosinus anwenden, weil ich kein rechtwinkliges Dreieck habe. Und genau das ist das Problem. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Ich schaffe mir einfach rechtwinklige Dreiecke. Ganz simpel. Und zwar nehme ich hier eigentlich einen der beliebigen der drei Punkte. Ich nehme jetzt einfach mal C, weil er mich gerade so anlacht. Und fälle hier die Höhe auf die Seite, die gegenüberliegende Seite, auf die Seite AB, also eigentlich die Seiten C. So, das soll die Höhe sein. Das Schöne an der Höhe ist, sie steht immer senkrecht auf der gegenüberliegenden Seite. Und schwuppdiwupp. Jetzt habe ich zwei wunderschöne rechtwinklige Dreiecke geschaffen, nämlich einmal dieses große gelbe und einmal das kleine grüne. So, und in den kann ich rechnen. Dann, wenn ihr mal genau hinschaut, ich fange mal mit dem grünen an, warum, wird gleich klar. In den grünen habe ich nämlich gegeben, hier wunderbar einen Winkel, den rechten Winkel und eine Seitenlänge. Also, wenn ich mir das aufschreibe, mache ich das mal hier drüben. Also, grünes Dreieck. Da habe ich gegeben die Seitenlänge A, den Winkel Beta und den rechten Winkel. Und damit kann ich es berechnen. Berechnen heißt, ich kann vollständig alle Winkel und alle Seitenlängen berechnen. Und was ich haben möchte, ist in diesem Fall die Höhe H. Warum? Sage ich euch gleich. Also diese Seitenlänge möchte ich berechnen und die möchte ich deshalb berechnen, weil ich, mein Ziel ist es ja hier die Seitenlänge B zu berechnen. Und die Seitenlänge B liegt in diesem gelben Dreieck. Und in dem gelben Dreieck kann ich im Moment noch nicht rechnen, weil in dem gelben Dreieck, also hier, in diesem hier, habe ich bisher gegeben den Winkel Alpha und den rechten Winkel. Und mehr nicht. Ich habe zwar hier oben den Winkel Gamma noch gegeben, aber der hilft mir weder in dem grünen noch in dem gelben Dreieck weiter, denn der geht ja über beide. Das ist schlecht. Also entweder müsste ich hier ein Stückchen betrachten oder hier ein Stückchen und beide Stückchen kenne ich nicht, weil ich nicht weiß, in welchem Verhältnis Gamma hier die beiden Dreiecke teilt. Deswegen hilft mir das nicht weiter. Und das heißt, ich brauche noch irgendwie in dem gelben Dreieck eine zusätzliche Angabe. Gut, und wenn man mal scharf hinguckt, nun, H hat den Vorteil, es liegt in beiden Dreiecken. Deswegen erstmal H berechnen. Okay, wenn ihr scharf hinguckt und euch an die Formel erinnert, schreibt sie nochmal hin, Gaga, AH, AG, dann seht ihr, wenn ihr hier hinguckt, also in dem grünen Dreieck, der betrachtete Winkel ist Beta und es muss ja A drin vorkommen und H. A ist gegenüberliegend des rechten Winkels, also die Hypotenuse. Das heißt, es bleiben die beiden zur Auswahl. Und wenn ich Beta als betrachteten Winkel habe und H haben möchte, dann ist H die Gegenkathete. Also habe ich hier Gegenkathete zur Hypotenuse. Das heißt, mein Sinus möchte ich berechnen. Und zwar Sinus Beta gleich Gegenkathete, also H, und Hypotenuse wäre A. Gut, das Ganze kann ich nach H umstellen, das kriegt ihr sicherlich hin. Und dann kann ich entsprechend hier die Werte einsetzen. Und dann kann ich die Höhe ausrechnen. Gut, nächster Schritt. Jetzt springe ich in den Dreieck, jetzt gehe ich auf das gelbe Dreieck. Und was habe ich jetzt gegeben? Also Alpha ist immer noch gegeben, der rechte Winkel ist gegeben und was ich mir jetzt zusätzlich geschaffen habe, ist die Höhe H. Erst nachdem ich das Grüne berechnet habe.
Das heißt, ich habe meine drei Angaben und kann jetzt fröhlich berechnen. Und in diesem Fall möchte ich B haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Blick schärfe und das gelbe Dreieck angucke, der betrachtete Winkel ist jetzt Alpha. Wechsel mal hier die Farbe. Also das hier ist mein betrachteter Winkel, Alpha. Und zu dem Winkel Alpha ist H die Gegenkathete und B gegenüber des rechten Winkels die Hypotenuse. Gegenkathete, Hypotenuse, kommt mir vielleicht bekannt vor, hatten wir eben schon. Da ist es. Das heißt, jetzt gucke ich mir den Sinus Alpha an. Und Gegenkathete zu Hypotenuse ist diesmal H zu B. Okay, diesmal ist nicht H gesucht, sondern B. Das heißt, ich muss diese Formel nach B umformen. Wenn ich das tue, ich schreibe das mal hier oben hin. Also Sinus Alpha gleich H zu B, haben wir mehrfach geübt, mal B. Dann habe ich hier B mal Sinus Alpha gleich H. Da ich B alleine stehen haben will, teile ich durch Sinus Alpha, habe dann also B gleich H durch Sinus Alpha. Okay, da ich H hier oben schon ausgerechnet habe, wenn ich hier die Zahlenwerte eingesetzt habe, habe ich also das gegeben. Alpha hatte ich mir hier oben über die Innenwinkelsumme ja schon berechnet. Kann ich also auch einsetzen, tippe das einfach in meinen Taschenrechner ein, berechne den Sinus dazu und schon kann ich B berechnen. Okay, soweit so schön. Jetzt habe ich dann, hoffe ich, dieses Dreieck berechnet. Aber jetzt kommt die Aufgabe. Ich möchte natürlich nicht jedes Mal, wenn ich so ein Dreieck kriege, wieder diesen ganzen Aufwand machen über H und so weiter, sondern schön wäre es doch, wenn ich genau wie bei rechtwinkligen Dreiecken auch irgendwie eine Formel hätte, eine Formel, die mir sagt, okay, wenn ich die Seitenlänge B haben will, dann rechne einfach. Und das hätte ich jetzt von euch. Und einen letzten Tipp gebe ich euch noch. Wenn ihr mal scharf hinguckt, und zwar, wenn ihr nämlich nicht die Werte einsetzt, nachdem ihr hier H berechnet habt, irgendwo, habe ich gar nicht hingeschrieben, na gut, hier, das ist die Vorform davon, das kann ich ja nach H umformen hier. Also, wenn ich H haben will, kann ich das nach H auflösen, beißt sich ein bisschen in der Farbe, sorry. Das kann ich nach H auflösen und dann setze ich halt nicht die Werte an, sondern lasse es einfach so stehen. Das ist jetzt ein bisschen Buchstabenumformerei, aber auch das solltet ihr lernen. So, und wenn ich dann weitergehe und das hier dann einsetze und dann hier weiterrechne, dann kann ich das natürlich auch hier einsetzen. Und dann kriege ich da was raus. Ich bin gespannt. Viel Erfolg!